Einen wunderschönen Willkommen zum heutigen Abend. Willkommen vielleicht zur letzten Runde von Uncharted 3. Mit einer kleinen Nebeninfo vorweg. Es kann passieren, dass ich heute wieder erwarten, irgendwann vorher aufhören darf, muss, soll. Es liegt aber daran, ganz kurz im Hintergrund, Häuser weiter, Nachbarin, die gehen wir mal spazieren, Rentner. Der Mann von ihr ist leider gerade heute irgendwie ins Krankenhaus gekommen, ist noch in der Notaufnahme, nichts Ernstes, aber ist halt da. Sie traut sich halt nicht mit dem Transporter-Dings da zu fahren, was wir da haben. Und sollte er noch heute rauskommen, hole ich ihn ab. Deswegen kann es passieren, wenn ich halt hier, ich versuche das im Blick zu halten, einen Anruf bekomme, beziehungsweise eine Nachricht, dass ich dann weg bin. Das heißt, ne, machen wir dann irgendwann hier Pause, ich mache dann den Stream aus, stoppe die Aufnahme. Das Schöne ist ja, das bleibt ja stehen und sollte es nicht zu spät werden, wird danach weiter fortgesetzt, logischerweise. Das schon mal vorweg, ne? Vielleicht passiert auch nichts. Oder ich glaube, es ist noch ein anderer Nachbar bis zu einer bestimmten Uhrzeit dann nachher noch in der Lage zu fahren, zu machen, zu tun. Siehst du, wir kommen im Standby. Warum kommt das jetzt hier auf dem Handy? Ich will nicht das Standby jetzt haben. Ich habe das hier zur Seite gelegt und dann kam jetzt das Standby-Kram. Ich wollte, dass der das mir hier so schön richtig anzeigt, dass ich dann halt sehe, wenn eine Nachricht kommt, dass ich das mehr oder weniger im Blickfeld habe. Weißt du? Das ist so. Gut. Wie war denn das nochmal? Schießen. Ja, okay. Ja. Ich werde heute sowieso fluchen. Insofern mache ich mir da gar keine Illusionen. Da hinten ist er durch wahrscheinlich. Da ist ein Schatz. Okay, hoffentlich der letzte. Ich wusste es. Zum Teufel kann das nicht. Ey, das ist doch nicht wahr. Falsche Seite. Ey, warum sind da so viel? Wie wär's damit? Zurück! Abend, Aaron. Ja, ich glaube ja. Oh, Dreck. Da wäre ich fast wieder erschossen. Ist doch schön. Ich spiele auf einfach. Oh je. Yeah. Na toll. Oh, man.
Ey, ob ich das verdient habe, ey. Es geht schon wieder los. Ach, es ist keiner. Kommt auch weg da. Ich hasse diese. Verloren! Oh, das Auto ist kaputt. Ja, ist klar. Die sind überall. FU-Spiel. FU, echt. Nicht die Schrotflinte. Cool. Nicht die Schrotflinte. So ein Treffer von dem Typen da oben und ich bin platt. Na, Lina. Ja, das Raid-Spiel. Ich bin schon wieder mittendrin. Alter. Oh Mann, ist das heiß. Was ist das für eine Waffe? Ich hab doch noch gerade was anderes in der Hand.
Das sind einfach zu viele. Das ist das. Alles. Wo sind die Pferde? Verstehst du? Was? Ich verstehe dich. Nein, 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 nein. Nicht schießen. Nicht schießen, bitte. Atahala hato! Shilu! Atahala hato! Yolo, ta'alu! Aluku maschine al-bawaba! Yolo, ta'ale! Scharfschütze! Scharfschütze voraus! Wo hast du? Was zum... Oh nein! Nein, nein! Oh, der ist tot. Na toll. Ich war's nicht. Sofort hier raus. Lass mein Pferd in Ruhe. Was ist mit einem Mädchen? Dann drehen wir uns im Kreis. Panzerfaust! Panzerfaust! Ich hab's! Wir müssen durch die Tore! Ach, JP, du hast gestern Abend was verpasst. Wir haben den Besten der Gruppe gesehen, gestern in Starfield. Aaron kann's bezeugen. Ich habe keine Ahnung, wer mich da gerettet hat. Verstehen Sie? War's, glaube ich. Der da. Du bist fremd hier, Amerikaner. Ach. Shukran. Mit Abstand. Ihr gehört hier nicht her. Wir alle. Ich bin mit Abstand. Der Beste dieser Gruppe. Wieso habt ihr mich nicht umgebracht? Das wäre unhöflich. Du warst in Not. Auch ein Feind braucht Nahrung und Schutz. Bist du mein Feind, Amerikaner? Drake. Mein Name ist Drake. Salim. Ich bin hier der Sheriff. Salim, Salim? Ich will nicht aufdringlich sein, Salim, aber ich brauche ein Pferd. Ich kann dir allerdings nichts dafür geben. Willst du die Karawane allein angreifen? Du weißt davon? Meine Kundschafter folgen ihnen seit 2 Tagen. Was macht ihr hier? Was wollen die Engländer in der Rubalkali? Sie suchen die verlorene Stadt Ubar. Ihr rammt die Säulenstadt. Mein Freund ist ihre Geisel. Nur er kennt den Weg dorthin. Wenn sie Iram finden, ist er wertlos für sie. Sie töten ihn. Wenn sie Iram finden, sind wir alle tot. Spinnen. Vor 3000 Jahren war König Salomon der Herr über die Djinn. Dämonen aus rauchlosem Feuer, bis sie sich wehrten. Er sperrte sie ein in ein Messinggefäß und warf es in die Tiefen der Stadt. Iram wurde zum Ort des Bösen, verflucht von den gequälten Seelen der Djinn. Sie dürfen die Stadt nicht erreichen, wenn sie die Macht der Djinn entfesseln. Wir haben also nicht viel Zeit, oder? Nein. Aber es sind zu viele, wir können sie nicht gleich angreifen. Heute ruhen wir. Morgen erreichen sie die Schlucht. Dann greifen wir an. Gleich morgen früh. Genau. 20. Zum Konvoi, mir nach, hier lang. Mach ich. Mit dem noch 3 Kapitel, ne? Das sieht schon schön aus. Hüpf, hüpf. Bleib dran, bleib dran! Ich bin Fips. Hüpf.
Vorsicht, der Pass ist eng. Salim, ist es noch weit? Wir sind gleich da. Der Konvoi ist weiter vorn. Ja, der Vorsicht, hat immer noch einen Vorsicht. Gehabt. Da sind sie. Der Konvoi ist da unten. Jawohl, ein Auto. Uns. Dreck, spar die Kugeln. Sie sind zu weit weg, außer ja, Reichweite. Ich dachte, mich greift einer an hier. Hier, eine Abkürzung. Folge mir. Das geht doch gar nicht woanders. Also... Komm schon, wir sind fast da. Den Kran haben wir schon mal aus dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, da hinten. Schnell, bei, das ist unsere Chance. Wir haben hier russische Geräte, ne? Denk dran. Dreck, auf die Laster, schalt die Kerle aus. Ich übernehme den links. So, den links. Ja, den links. Muss ich wieder aufs... Sag das doch. Mein Freund ist bestimmt ganz vorne. Hey, das ist fair. Ich hasse das, wenn sich alles bewegt hier. Das Herd. Ach, da ist das Herd. Ja. Was mit dem Reiten darf ich jetzt raus? Ey, das ist so hassig. Wo ist Hottehü? Da ist Hottehü. Ja, ist klar. Papi, riechst du auch? Der
Knapp! Kommt die Waffe schon wieder her? Bleib bei mir! Los, wir haben es fast! Schnell, durch die Schlucht! Wir müssen zu den vorderen Fahrzeugen! Der T-Shirt! Wildschaden. Was für ein Schaden? Na los, gib mir deine Hand! Ja. Oh Gott, jetzt muss ich zielen, oder? Jana, Hendo Araya! Da ist mein Pferd! Da, flieg aufs Pferd, Rick! Flieg aufs Pferd! Okay? Ja, ja, alles klar, aber ich dachte schon, ich sehe dich nie wieder, mein Junge. So leicht wirst du mich nicht los.
Und wie hast du mich eigentlich hier draußen gefunden? Ich hatte Hilfe. Salim. Sullivan, danke. Wir haben nicht viel Zeit. Sie dürfen die Stadt nicht erreichen. Also, ich weiß nicht. Er hat recht, Nate. Ich habe jetzt tagelang bei den Pennern festgesessen. Ich weiß nicht, hinter was genau Marlow her ist. Aber es ist bestimmt kein Schatz. Wir müssen sie stoppen. Drake, wir müssen los. Jetzt. Yalla! Salim. Wie langweilig, was, Sully? Darauf kannst du einen lassen. Ja. Komm, Sullivan, Papa. Da, es soll laut werden. Durch den Sturm? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Vertrau mir, Drake, vertrau mir! Salim! Drake, wo bist du? Sully, bleib bei mir! Wisst ihr Bescheid? Wo ist Salim? Er ist nicht bei uns! Bocken! Zwecklos! Lass ihn! Pferde wissen, wo es gefährlich wird. Die wissen wohl mehr als wir. Da hinten ist irgendwas, eine Mauer. Konvoi, bleib zurück, Sully. Ich schau mir das an. Alles klar. Wie soll denn im Sturm jemanden finden? Wer schießt denn da schon wieder? Ich hab doch nichts gemacht, Mann. Alter! Nate, pass auf! Das ist nicht lustig. Das ist nicht der ganze Konvoi. Sind viel zu wenige. Der Sturm muss sie getrennt haben. Na los! Bis die Wolken wieder lila sind, oder was? Nicht gerade jemand?
Geister! Nein! Es ist nicht wahr. Und runter, schnell! Toll. Ich hatte nur noch einen Schuss, wa? Nicht mit einer Panzerfaust auf die Laster! Come on.
Vorsicht! Oh nein, nein, nein! Mann. Und noch einmal. Oh nein, nein, nein! Gott. Granate! Wo ist denn noch das scheiß Auto, ey? Schon wieder. Mist.
Los, weg! Granate! Einfach. Einfacher Schwierigkeitsgrad. Na toll. Zum Tor! Genau das, was ich brauche. Meine Fresse! Komm, lass uns reingehen.